wenn die Videos beginnen und da sind diese Szenen drin, in denen ich noch vor dem Video einfach so plappere, ja, dann freue ich mich immer. Okay. Ich starte mit diesem Video. Ich glaube, wir sind ausreichend abgesprochen, ansonsten ist es sehr natürlich und authentisch. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Tunze-Kanal. Wir haben in den letzten Wochen ja hier schon viel von Aquaristik-Partner gebracht und mit den lieben Bastian hier mitgenommen und der liebe Bastian hat uns hier mitgenommen. Im letzten Video dieser Reihe hat der liebe Bastian eine ganz geile Idee gehabt, nämlich ihr zu Hause habt manchmal dieses Szenario, ich habe mein Süßwasserbecken und möchte es umbauen in ein Meerwasserbecken oder ich möchte für schmales Geld ein Meerwasseraquarium hinstellen. Wie viel Aufwand kommt da auf mich zu? Kostet es gleich immer tausende Euro? Jetzt kann ich schon mal vorweggreifen. Nein. Günstig, man muss sich das immer überlegen, ein Meerwasserbecken zu starten, aber es muss nicht immer gleich übertrieben teuer sein und wer die letzten Videos gesehen hat, wir verlinken euch das nochmal unten in der Videobeschreibung, der weiß ganz genau, was für ein klasse Typ der Bastian ist. Dankeschön. Und der weiß auch ganz genau, dass man hier nicht über den Tisch gezogen wird. Und wir werden jetzt hier gemeinsam aus diesem Becken, verzeiht uns bitte, die genau hinschauen, und ich weiß, ihr nutzt die 4K-Auflösung aus und seht dann immer irgendwie unten so ein, da ist noch das und da ist ein das, gell? Der Unterschrank, da müsst ihr jetzt einfach ein bisschen wegschauen. Da hatten wir ein bisschen logistische Herausforderungen. Dafür ist es oben ein wunderschönes Weißglasbecken, genau, das richtig geil foliert wurde. Gell? Ich habe gehört, dass man für Meerwasseraquarien immer ein Technikbecken braucht. Ist es so? Da würde ich sagen, das ist verkehrt, lieber Felix. Technikbecken ist natürlich was Schönes, ja, aber wir haben es ja davon, dass halt auch junge Aquarianer gerne mal ihr Süßwasserbecken umstellen wollen auf ein Salzwasserbecken. Und da gibt es als super gute Technik für in das Aquarium. Und das würden wir euch an dem Becken halt gerne mal zeigen, was man braucht. Das ist dann kein Low-Budget-Aquarium. Das ist ein Aquarium, das funktioniert auch hervorragend. Was man nur wissen muss, ist, es ist auch für die Korallen, die nicht High-End sind, dann gedacht. Also wir reden jetzt hier von Anemonen, von Weichkorallen, von Krusten, von Scheiben, von allem, was auch schön bunt ist, aber halt nicht so starr im Becken steht, sondern Sachen, die sich auch bewegen, die Leben mitbringen. Und das kriegen wir auch in einem kleinen Becken hin für einen vernünftigen Preis. Und wie es der Felix schon gesagt hat, man muss nicht immer tausende Euros ausgeben, um ein schönes Aquarium zu haben. Also es hat wirklich einen Vorteil im Technikbecken. Sobald du an die Technik gehst im Technikbecken, hast du die Rückförderpumpe, die dir das Wasser nach oben fördert, zum Hauptbecken abgeschalten, kannst du unten agieren, wie du willst. Bei Technik, die du im Aquarium hast, hast du immer ein gewisses Austreten von Partikeln, wenn du die Bauteile aus dem Wasser ziehst. Dem kannst du aber entgegenwirken, indem du einfach einen Becher drunter hältst. So. Also man muss sich da einfach nur ein bisschen zu helfen wissen und schon hat man den Dreck auch nicht drin. Ist zwar ein Handgriff mehr, den man jetzt im Becken braucht bei der Technik, wie am Filterbecken, ist aber beides super gut handelbar. Es gibt ja Leute, die legen Wert drauf, dass man Technik sieht. Es gibt Leute, die wollen die Technik nicht sehen. Hier ist es halt so, wenn wir jetzt mit Innenfiltertechnik arbeiten, wir kriegen die Technik nicht ganz versteckelt oder verdeckt. Denke ich, ist aber auch nicht schlimm, weil wir haben eine schwarze Rückwand, wir benutzen Bauteile, die sind auch schwarz, das heißt eigentlich verfließt der Hintergrund. Wenn mal alles schön mit Kalkgrundalgen bewachsen ist, dann hast du eh eine ganz andere Optik in das Becken und ich denke, dann fällt die Technik auch gar nicht mehr so auf. Man hat ein bisschen Volumenverlust durch die Technik, aber ein Tod muss man sterben, wenn man ein Salzwasserbecken mit in Technik haben will. Ne? Ein Technikbecken ist wesentlich teurer, weil da gehört ja allein noch mehr am Aquarium dazu. Wir haben ja dann normalerweise noch einen Ablaufschacht mit Bohrungen, PVC-Verrohrungen. Das sind ja alles Sachen, die kosten Geld. Und wenn man das nachrüstet, ist es immer teurer, wie als wenn man es im Endeffekt neu kauft. Also wenn es Leute kommen bei uns in den Laden und sagen, die wollen das alte Becken mit einem Schacht versehen haben, mit Bohrung, mit allem drum und dran, dann probieren wir den Leuten hier drin eigentlich zu erklären, dass das keinen Sinn macht. Wenn du jetzt ein Becken hast, so wie hier, wo einfach mit Innentechnik betrieben werden soll, ist es vernünftig umsetzbar und es bleibt in einem gesunden Rahmen. Sobald ich ein altes Becken, wie gesagt, Bohr, Schachteinbau, Filterbecken fertigen lasse, da bin ich gleich wieder bei Preisen und dann sind wir auch wieder nicht bei Aquarien, sage ich mal, die in die untere Kategorie von der Geldbeutelkapazität gehören. Und wir wollen jetzt ja, wie gesagt, ein Aquarium mal zeigen, was wirklich halt auch funktioniert für den schwächeren Geldbeutel. Was ist das überhaupt für ein Becken? Der Unterschrank, der da drunter steht, ist nicht der Original, der dazugehört. Das ist ein Weißglas-Aquarium von der Firma Superfish. Ist eigentlich ein Scaping-Becken für Süßwasser-Aquarien, deswegen halt auch diese, sage ich mal, ungewöhnliche Form. Normalerweise ist es ja so, dass wir bei Süßwasserbecken immer das Phänomen haben, dass die höher sind, wie sie tief sind. Und
dank durch die Scaping-Szene haben wir jetzt auch Weißglas-Aquarien, die tiefer sind, wie sie hoch sind. Weil die Leute halt Landschaften bauen wollen, mehr Tiefenwirkung rausholen wollen aus dem Aquarium. Und im Salzwasser ist es umso wichtiger, dass wir Tiefe haben. Weil einfach ein gewachsenes Riff, wo man reinschauen kann, ist viel schöner, als wenn ich auf eine Wand gucke, wo einfach nur die Korallen draufgeklebt werden. Also wenn der Fisch auch mal durchschwimmen kann, verschwindet, kommt plötzlich in einer anderen Ecke raus, ist in einem tiefen Aquarium schöner umzusetzen von der Optik wie in einem schmalen Aquarium. Das Becken hat jetzt 77 cm Frontlänge, 45 cm Tiefe und Höhe haben wir 38 cm und Volumen von 140 Liter so gesehen. Womit fangen wir an? Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal gemütlich die Technik rein. Ja. Und danach gehen wir so ein bisschen ans Innenleben, leeren Bodengrund rein, setzen ein paar Steine rein auf den Boden. Und da wir hier ja eingelaufenes Salzwasser haben, können wir heute sogar hergehen und füllen das mit eingelaufenem Salzwasser und setzen dann einfach mal unseren Anemonenblock von unten rein mit den Sandprost-Anemonen. Und dann können wir auch mal gucken, was wir mit der Lampe bei den Anemonen so rauskitzeln können an Fluoreszenz und Farbe. Dass die Leute halt auch sehen, dass auch kleine Becken wunderschön und bunt sein können. Aber im Vorfeld muss gesagt sein, man darf nie beim Licht sparen. Das Licht ist das A und O. Bei allem kann man sparen, aber nicht beim Licht. Nicht beim Licht. Das ist ganz wichtig zu sagen. Dann gehen wir jetzt einfach mal zum Regal und besorgen uns ein bisschen Technik. Wir sind am Tunzeregal gelandet. In jedem gut sortierten Meerwasser-Aquaristik-Fachgeschäft gibt es hoffentlich so ein Tunzeregal, wo ihr aus dem Vollen schöpfen könnt. Was würden wir jetzt hier einbauen? Wo fangen wir am schönsten an? Gut, mit na, den Boxen, rein. Dass wir erstmal die Ecken bestücken. Okay. Und dann bauen wir uns einfach mal so außenrum auf und dann sehen wir, was wir in der Mitte auch an Platz haben, okay, um was unterzubringen. Ich gehe immer so vor, ich baue immer zuerst die größten Bauteile ein und dann die kleineren. Weil mit den kleinen Anfang kann es zur Folge haben, dass man alles wieder umrutschen muss, dass das größere Bauteil passt. Ein Abschäumer ist auf jeden Fall in jedem Salzwasserbecken zu empfehlen, wo wir Fische drin haben, also wo wir Tiere drin haben, die viel abatmen. Wenn ich jetzt ein Nanobecken habe, wo ich jetzt ein paar Weißbandputzergarnelen drin habe und einfach nur Korallen, so kann ich das alles gut über den Wasserwechsel regeln, weil kaum Eiweiße über Futter eingespült werden. So. Sobald ich aber Tiere drin habe und wir wollen da jetzt Anemonen reinsetzen, also sehen wir bald auch Anemonenfische in dem Becken, kommt da eiweißhaltiges Futter rein, wenn die abkoten, das muss natürlich abgetragen werden. Ansonsten haben wir einen Anstieg der ganzen biologischen Belastung. Das wollen wir nicht und dafür würde ich sagen, bauen wir auf jeden Fall einen Abschäumer ein. Bei der Beckengröße ist natürlich dieser 9004 sehr gut. Wenn ich mich nicht ganz irre, freigegeben bis 250 Liter ja, Aquariengröße. Ne? Genau. Da sind wir bei 140 gut dabei. Genau. Im Prinzip haben wir drei verschiedene Filter. Gell? Drei verschiedene Filter wären möglich, die man jetzt hier in Erwägung ziehen könnte. Gell? Unseren ganz kleinen 3161. Der auch optisch dazu passen würde, aber einfach ein bisschen weniger Filterkapazität hat. Empfehlen wir bis 100 Liter. Ähnliche Pumpenleistung auch da drin, ähnliche Haltemagnetkraft auch da drin. Nur einfach weniger Volumen fürs Filtervolumen, gell, weil er so schmal ist. Dann gibt es den 3162, wenn man genau hinguckt, der hat dasselbe Gehäuse, dasselbe Format wie der Abschäumer. Hat deutlich mehr Volumen im Verhältnis zu dem kleineren Brüderchen hier. Vielleicht muss ich das mal ehrlich sagen, die zwei hier teilen ungefähr ein. Formfaktor, gell, der kleine 9001 und der 3161 sieht man hinten an der 1. Das wären so Freunde, die man nebeneinander kuscheln könnte in ein deutlich kleineres Becken. Der eine hat einfach eine schöne Radialpumpe drin, ja, so klassisch wie man die kennt. Das müsste so um die 1000 Liter haben. Boah, ich bin ein richtiger Crack, oder? 850 Liter, gell? 2,5 bis 400 Watt, 850 Liter. Und die Alternative ist, zugegeben, ist etwas lauter, aber dafür hat man einfach nochmal eine Strömungspumpe im Filter integriert. Gibt es noch den Streamfilter. Da ist im Prinzip eine 6015 eingebaut, 3,5 Watt, 1800 Liter. Also man kriegt da ein bisschen mehr Strömung damit raus. Also ich würde sogar fast sagen, da wir ja ein Anemonenbecken machen wollen, ja, und in Anemonenbecken muss man immer so ein bisschen aufpassen, da können wir nicht zu viel Strömungspumpen einbauen, falls wenn sich mal eine löst, weil umso höher ist das Risiko. Ja. Ich glaube, dass wir mit diesem Comline-Filter wahrscheinlich in einem Anemonenbecken besser fahren, weil wir haben keinen so harten Strahl, wie der hier rauskommt. Und wir kriegen halt wahrscheinlich mit dem größeren Auslass und mit dieser großen Wurfschale ein viel schöneres Strömungsbild auch in dem Aquarium hin. Also könnte ich mir vorstellen. Dann entscheiden wir uns für die beiden. Für die beiden. Okay. Dann sollten wir auf jeden Fall, also eine Strömungspumpe sollten wir auf jeden Fall reinbauen. Wir haben jetzt zwar hier schon eine drin, aber wir brauchen eine, dass wir einfach vielleicht auch Verwirbelung haben, die, sage ich mal, so unnatürlich Wellen ein bisschen hervorrufen. Ja. Also nicht so dieses Standard, dass wir immer denselben Wellengang haben.
Vielleicht könnten wir da mit der NanoStream 6040 arbeiten, weil die kann man auch schön hinter das Riff bauen. Ich würde sagen, die ist groß genug. Also mir hat mal jemand beigebracht, dass ein gutes Salzwasser-Aquarium mindestens das 20-fache Umwälzung haben sollte, was es an Volumen hat. Und ab dann läuft ein Salzwasserbecken. Und diese Faustformel wenden wir eigentlich bei jedem Kunden an und es funktioniert. Und bei den Kunden, wo wir hinkommen, die Probleme haben, die auch zum Teil nicht die Becken bei uns geholt haben, erleben wir oft, dass dieses Verhältnis nicht eingehalten wird. Und dann einfach nur eine Strömungspumpe rein und oft wird es dann schon besser. Weil einfach das Wasser nicht genügend bewegt wird, Schwebstoffe ablagern können. All die Sachen nicht zu den Bauteilen kommen, die sie eigentlich rausholen sollen. Weil sie einfach absenken, weil zu wenig Strömung ist. Also Cyanobakterien sieht man oft in Becken, die einfach zu wenig Wasserbewegung haben. Und wenn du dann guckst, dass dein Becken überall, sag ich mal, vernünftige Strömung hat, wird sich auch kein neuer Herd irgendwo bilden. Also hier hätten wir jetzt eine Leistung von 4500 Liter. Wäre ja eigentlich, wenn wir jetzt den hier noch haben, mit einer Pumpenleistung von 1800 Liter sind wir bei 6300 Liter. Wir haben hier ein 140 Liter Aquarium. Also wären wir sogar über dieser Faustformel von 20 schon. Also wäre das eigentlich ausreichend für das Aquarium. Und es sind auch drei Bauteile. Klar, du kannst jetzt noch eine Strömungspumpe reinmachen, aber wir wollen den Leuten ja zeigen, was geht. Und was man hier aber machen kann, ist, wir könnten jetzt auch zum Beispiel die sogenannte 6020 nehmen. Hier? Ja. Keine Elektronik, weniger Elektroschrott, weniger Teile, die ausfallen können. Mhm. Da geht einfach der Strom rein ins Becken. Man hat 230 Volt im Wasser, aber dann 50 Hertz dreht unser Strom hier in Deutschland und mit der Drehzahl dreht dann auch der Propeller. Und hier kann ich einfach durch den Motor auch einfach die Drehzahl des Motors beschleunigen und dadurch mehr Durchsatz auf demselben Gehäuse erzeugen. Wir wollen ja ein Becken zeigen, was gut funktioniert und was preiswerter ist. Ja. Da würde ich jetzt vielleicht wirklich sagen, wir gehen auf die, weil selbst mit den 2500 Liter, die die jetzt macht, plus die 1,8 haben wir immer noch den Faktor mal 20 vom Beckenvolumen eingehalten. Weil wir brauchen 2800 Liter. Ja. Wenn wir den Faktor 20 einhalten wollen, also wäre es eigentlich hiermit getan. Und es ist natürlich auch für die Leute, die dann vielleicht Interesse haben, bei uns sich dieses Becken so zusammenstellen zu lassen, natürlich dann auch preiswerter mit dieser Pumpe, wie mit dieser Variante. Aber wie gesagt, man kann ja diese Pumpe dann auch, wenn man es regelbar haben will und möchte Wellenschlag haben, einfach durch diese tauschen. Hat man halt ein bisschen mehr Investition. Da haben wir jetzt mal einen Schäumer ausgewählt, einen Filter ausgewählt und eine Strömungspumpe ausgewählt. Und die bauen wir jetzt einfach mal ein. Ah, das gute Schweizer Taschenmesser. Den ganzen Tag muss es heute herhalten. Die Siegel aufschnibbeln. Das ist tatsächlich auch so ein Ding, das haben wir eingeführt. Das ist gerade in Online-Shops manchmal schwierig, ehrlich gesagt auch in manchen Läden, dass wir manchmal kritisiert werden, dass Teile fehlen. Und auf die Weise weiß der Endkunde einfach, dass sein Produkt zuletzt von uns angefasst wurde. Wenn das Siegel drauf war und was fehlte, dann haben wir es verkackt. Gell? Okay. Und wenn das Siegel nicht mehr drauf ist bei irgendeiner Online-Bestellung, dann kann es halt sein, dass einer ein Ersatzteil gebraucht hat und es dann zurückgeschickt hat und der arme Online-Händler damit überfordert war und es einfach wieder ins Regal gestellt hat. Okay. Gibt es leider. Gell? Das ist so ein, tut mir leid, ist ein Aufwand hier, aber ein Schutz für uns. Ein Gruß geht raus an die lieben Kollegen, die an der Maschine sitzen und diese Hochglanzteile mit Samthandschuhen aus der Maschine nehmen und die dann wiederum die Folie drauf wickeln. Darf ich mal eine Materialfrage stellen? Wie viel Granulat verbraucht ihr denn im Jahr als Tunze, so Plastikgranulat, um die ganzen Gehäuse zu fertigen? Ungefähr, wir sind ein kleiner Familienbetrieb, also von dem Werkstoff hier etwa 10 Tonnen. Andere Spritzgießereien sind da in ganz anderen Größenordnungen unterwegs. Ja, aber ihr spritzt ja nur für euch selbst. Nein, wir haben mittlerweile auch Kunden aus anderen Branchen, aber es passt, also die nehmen es durch in großen Mengen ab. Okay. Teilweise auch andere Werkstoffe und bereitgestellte Ware. Okay. Und die lustige Geschichte ist, wir sind über den Schaumtopf zu unserem anderen Kunden gekommen, weil der baut Geräte, die absolut perfekt sein müssen. Der hat mal rumgefragt, ob einer aus der Region eine Firma kennt, die es schafft, transparente Hochglanzteile in Perfektion zu fertigen. Oh. Und dann sind wir lustigerweise so zu einem neuen Partner gekommen, für den wir Kunststoffteile spritzen dürfen. Aber tatsächlich, das Allermeiste machen wir natürlich für uns selbst. Eine Erklärung für mich, was ist das? Das kenne ich noch nicht. Das ist der neue Schalldämpfer. Das kennst du vom Krankenhaus, wenn du am Tropf hängst quasi. Ja. Da wird hier, siehst du, wenn du hier hingehst, um die Luftmenge hier wird es eingeschnürt und hier ist quasi komplett offen. Da ist dann hier auch ein Plus und ein Minus und das hier passt dann auch schön auf den Magneten außen drauf. Ah, okay. Das war ja früher immer dieses Ei, das immer so ein bisschen rumhing bei unseren Schäumern. Wir wollten es ein bisschen sexier lösen. Setzen wir den nach links? Ja.
Hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie das Becken im Raum aufgestellt wird, von welcher Seite man normalerweise drauf schaut. Bei meinem Becken habe ich sie zum Beispiel hier, weil da die Wand dann bei mir steht. Ich wäre jetzt sogar hergegangen, hätte die Bauteile getrennt. Klar. Und hätte die Strömungspumpe neben den Abschäumer gesetzt, weil das ist ja ein Reiniger und das ist ein Reiniger. Und in jeder Ecke vielleicht einen Reiniger haben, ist vielleicht vorteilhafter. So, jetzt machen wir das aber so, dass dann noch der Scheibenmagnet auch durchpasst, ne? Weil ansonsten kann man die Scheibe nicht putzen. So viel Erfahrung, so vorausschauend, das macht Spaß. Wir umschiffen ein Fettnäpfchen nach dem anderen. So wie ich es kennen soll, der Wasserstand ja immer so circa in der Mitte sein. Ne? Jetzt haben wir circa so gute 4 cm. Das sind wir auch auf einem Maß, sage ich mal, wo jetzt nicht gleich ein Fisch das Verlangen hat, rauszuspringen. Weil wenn wir den Wasserstand zu hoch setzen, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fisch raushüpft. Also die ist noch viel höher, wie jetzt, wenn wir es ein bisschen niedriger lassen. Mir hat mal sogar ein Kunde gesagt, er tut immer, wenn er 9 Fisch in sein Poolaquarium setzt, 10 cm weniger machen für 14 Tage, bis sich der Fisch an alles andere gewöhnt hat, weil dann springen sie oft nicht mehr. Und danach füllt das wieder auf den Sollwasserstand auf. Was hast du so für ein inneres Gefühl, wenn du jetzt diesen Abschäumertopf da siehst? jetzt holst du mich wieder ein, gell? Ich hab das so verdrängt, gell? Als er Koten gesagt hat, die Fische, die ins Wasser koten, das holt dann der Abschäumer raus. Ja, da habe ich an den Schaumtopf gedacht, tatsächlich, ja. Ja, das ist halt wirklich cool an der Technik. Du hast nichts zu verrohren, du musst nichts groß machen. Ist doch alles so cool aufgebaut, das kriegt auch jeder Anfänger hin, weil es einfach nichts groß zu montieren gibt. Ja. Jetzt haben wir Strömung, Filterung, Abschäumung. Ja. Jetzt gehen wir zurück zum Regal und shoppen weiter. Wir brauchen hier auf jeden Fall was den Wasserstand konstant hält, dass unsere Salzdichte nicht so arg schwankt. Ne? Nachfüllautomatik. Jetzt frage ich mal ganz frech, hast du Kunden, die ohne Nachfüllautomatik ihr Salzwasserbecken betreiben? Ja, aber die haben nur Probleme. Okay. Okay. Und unser schönes Regal gibt für unseren Fall jetzt hier 2 Varianten her. Den Osmolator Nano. Ja. Genau. Den Klassiker seit über 10 Jahren. Für den schmalen Geldbeutel das einfache Aquarium entwickelt mit nur einem Schwimmersensor. Wenig Fifi, sag ich mal. Ja. Und seit dem Jahr haben wir auch den Osmolator 3. Wer wirklich absolut nummer sicher will, die wesentlich hochwertigere Pumpe, auch hier wieder unsere super Kabel, ein optischer Sensor, ein völlig unabhängig arbeitender thermischer Sicherheitssensor. Tatsächlich ist der Osmolator das Produkt der Firma Tunze, wo wir eine große Stärke haben und in den letzten Jahren viel Energie reingesteckt haben. Und auch wieder mit einer guten Fertigungstiefe die Pumpe bei uns im Haus fertigen und auch den Sensor bei uns im Haus fertigen. Wer das mal sehen will, wir packen euch unten in die Videobeschreibung das Video, wo ich mal euch durch die Produktion vom Osmolator 3 führe. Gell? Wir verbauen jetzt hier einfach den Osmolator Nano. Die Nummer ist bei uns immer riesengroß, gell? Ich liebe die vierstellige Nummer. 3152. Wer es schon gesehen hat, wir haben das auch auf der Inter vorgestellt. Es wird jetzt zu dem Osmolator Nano einen Nachfolger geben, nämlich den Osmolator 3 Nano, der so ein bisschen die Vorteile vom Osmolator 3 runter in die Preisklasse vom Osmolator Nano bringt. Der ist aber noch nicht auf dem Markt. Jetzt gibt es den Osmolator Nano, einfach ein erprobtes, funktionierendes Gerät, das einfach schon seit einem Jahrzehnt auf dem Markt tausende Aquarien auf dieser Welt mit konstanten Wasserstand versorgt. Gell? Das stimmt. Was haben wir gesagt? Wo dürfen wir nicht sparen? Beim Licht. Diesen Becken schlage ich jetzt einfach mal vor. Eine 360 XE, Tuna Blue drüber. Ich glaube, der Effekt wird cool. Wir kriegen ja den Spot in der Mitte und dann an den Rändern ein bisschen die Schatten. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Und ich bin mal gespannt, wie geil wir die Anemonen zum Leuchten bringen. Ja. Da bin ich sehr zuversichtlich. Normalerweise diese Lampe 60x60 Ausleuchtung. Ja. Und wenn ich die Linse drauf mache, tut es dann auch die Fläche verkleinern. Ja, genau. Wir befestigen das jetzt wieder mit dem alten Arm. Damals langsam. Übung, oder? Routine, genau. Ich nehme den Osmolator, dass ich auch was trage. Was man nicht dringend braucht, aber irgendwie eigentlich braucht man es doch dringend. Einen Kernmagnet, oder? Das ist eine gute Idee. So, ich bin jetzt einfach mal so frech. Wir nehmen hier noch einen kleinen Kernmagnet mit. Den braucht man jetzt nicht zwingend lebensnotwendig, aber man will ja reinschauen können und die Scheiben putzen und nicht ständig mit den Händen im Wasser sein. Da ist das eine nette Sache. Bei so einem kleinen Becken ist, glaube ich, wenn dann noch ideal. Was haben wir für eine Glasstärke an dem Becken? Da haben wir 6 mm. 6 mm, perfekt. Wir nehmen jetzt uns einfach nochmal die Ersatzklinge mit. Dann sind wir mit dem Putzen etwas schneller, gell? Aber eine Sache müssen wir noch einmal, Felix. Hau rein. Wir sollten auf jeden Fall in den Infilter Ionic Carbon machen. So, und das ist ja wohl das so ein geiles Thema. Jetzt hau ich es nochmal raus, oder? Der liebe Bastian ruft mich, also ich rufe ihn an und frage so, hey, kann ich was mitbringen, wenn ich zu dir komme, gell? Und dann sagt er, ja, nimm das
Früher hieß es Tunse Nano Schem. Nimm das mal mit. Und ich so, das kenne ich gar nicht. Zu meinem Beschämen habe ich keine Ahnung, was du meinst. Und dann recherchiere ich ein bisschen. Unter der Artikelnummer gibt es das. Und jetzt habe ich die Situation, dass ich einen Fachhändler habe, der ein Fan von dem Produkt ist. Und ich kenne es überhaupt nicht. Du hast immer klares Wasser. Du hast was, was Nitrat aufnimmt, ist eine beharzte Kohle. Oder Kohle, die mit Harz versehen ist. Genau. Und da sieht man, das ist Harz und Aktivkohle. Und das ist im Endeffekt Nitratharz, ja, wo Nitrat rauszieht, auch Silikat ein bisschen aufnimmt. Und dann hast du halt die Aktivkohle, die dafür sorgt, dass dein Wasser immer schön glasklar bleibt. Ja. Und dass du halt keine Trübstoffe im Wasser hast. Ich habe früher ein Becken mit 27 Liter betrieben. Da war eine kleine 900 Liter Tunse-Pumpe drin. Und ich hatte alle 6 Wochen einfach diesen Beutel gewechselt. Das ist mit nichts anderem gelaufen. Es hatte keinen Abschäumer, nichts. Das hat einfach jede Woche einen Wasserwechsel bekommen. Das war im Filter und 900 ja, Liter Durchströmung auf 27 Liter Eigenvolumen. Das Ding ist gerannt. Also das Aquarium war voll am Ende. Kleiner Geheimtipp hier, gell? Ja. Ja, warum kenne ich das Produkt nicht? Es gibt Sachen, die die Generationen vor mir eingeführt haben und die ich erst noch lernen darf. Aber dafür bin ich ja hier, gell? Der Vorteil einer Nachfüllautomatik ist, wie eigentlich jeder mal in der Schule gelernt hat, können Mineralien nicht verdunsten. Das heißt, im Salzwasseraquarium verdunstet immer nur der Süßwasseranteil. Und somit müssen wir schauen, dass wir dementsprechend das Süßwasser, was verdunstet ist, auffüllen, weil sonst die Salzdichte in dem Aquarium immer mehr steigen würde. Es gibt auch Leute, das haben wir hier drin schon erlebt, die das verdunstete Wasser mit Salzwasser auffüllen. Da hast du dann nach einem halben Jahr eine Salzdichte wie im Toten Meer. Und meistens sind die Salzwasseraquarien dann auch tot. Also wie gesagt, alles Wasser, was im Salzwasser verdunstet, sollte man im Endeffekt mit Osmosewasser nachfüllen. Wir haben hier in der Region zum Beispiel das Problem, dass die Stadtwerke entweder Phosphat oder Silikat in unser Wasser zugeben. Nitrat haben wir hier im Leitungswasser in Lambertheim kaum. Aber wir haben 6 Milligramm Silikat im Wasser und 3,5 Milligramm Phosphat im Wasser. Also ist unser Leitungswasser hier in Lambertheim definitiv nicht salzwassertauglich, weil Phosphat führt meistens zu Grünalgenproblemen im Salzwasser, zu hohe Silikatwerte führen zu Kieselalgen, zu Schmieralgen. So, und deswegen einfach immer Osmosewasser nehmen, das ist vollentsalztes Wasser und so geht man auch kein Risiko ein, dass man sich mit dem Nachfüllwasser ein Problem ins Aquarium leert. Viele Leute kaufen sich destilliertes Wasser im Supermarkt, das sollte man auch unterlassen, weil destilliertes Wasser im Supermarkt, wenn man sich das mal genau anguckt, das hat überhaupt nichts mit destilliertem Wasser zu tun, das kannst du auch trinken. Wäre es richtig destilliertes Wasser, wäre es VE-Wasser und du würdest als Mensch verdursten, wenn du es trinkst. So. Aber das, was die Leute im Supermarkt kaufen, das sehen wir auch ganz oft, hat ganz viel Silikat drin. Das heißt, es ist nicht 100% entmineralisiertes Wasser. Also wir haben es auch hier in Lambertheim von verschiedenen Supermärkten, wenn es im Angebot ist, haben es Kunden gekauft und wir haben es hier getestet, um es zu wissen, ob es halt aquarientauglich ist oder nicht. Und wir haben jetzt noch kein destilliertes Wasser gefunden für, sagen wir es ja eigentlich Spügelwasser, was die Leute da kaufen, was aquarientauglich ist. Also das gibt's nicht. Das ist ein Trugschluss. Und das steht leider auch ganz oft im Internet, dass man ja destilliertes Wasser im Supermarkt kaufen kann. Würde ich nicht machen. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Ihr habt jetzt hier einen kleinen Schwimmersensor. Na, wenn der Schwimmersensor hier so runterhängt, wie er es jetzt tut, dann dosiert die Pumpe nach und füllt auf. Der Füllstand steigt und irgendwann erkennt er das und stoppt. Gell? So wie man sich vorstellt. Der hat eine Mindestdosierzeit. Das heißt, sobald er einmal auslöst, läuft er ein bisschen drüber und nicht nur kurz für 3 Sekunden oder sowas, sondern der gibt da schon ein bisschen Wasser nach. Das macht er, damit er nicht in einer Tour ständig aus- und angeht. Sonst hätte man alle paar Minuten mal, dass die Pumpe anspringt. Gell? Der läuft auch über einen Sicherheitstimer, das heißt, nach einer definierten Zeit schaltet er ab. Das heißt, sollte aus irgendeinem Grund dieser Mechanismus hier verkeilen oder was, damit das Becken nicht überlaufen kann, schaltet er eben durch den internen Timer ab. Genau. Und den internen Timer kann man variieren. Ich glaube, das machen wir jetzt gleich in der nächsten Szene. Ihr habt hier die Kennlinie der Pumpe, ihr habt hier die Jumper-Stellungen. Gell? So. Wenn ich jetzt den Jumper rausnehme, also ist jetzt hier so dargestellt, quasi, dass man ihn nicht verliert, so auf die Seite umgesteckt, dann wird es von 1,4 Minuten auf 2,45 Minuten erhöht. Okay? Das ist so eine Empfehlung für Aquarien bis 200 Liter, wo das jetzt reintrifft. Also das ist ein Handgriff, den man hier machen sollte, damit man nicht Gefahr läuft, wenn man mal ein bisschen Wasser rausnimmt, dass der gleich in die Sicherheitszeit reinläuft. Und dann kann man so sehen, wenn man 1,15 Meter anhebt, dann dosiert er 2,9 Liter, bis er abschaltet. Nur, wenn der Schwimmer nicht funktionieren sollte, genau. Einfach nur, wir stellen quasi die maximale Sicherheitszeit hier ein. Genau. Ja.
Und die setzen wir jetzt aber auf den Punkt Nummer 2. Wir haben sie jetzt abgezogen. Richtig, wir ziehen es ab. Und machen so, wie es der Felix gesagt hat, auf den rechten, dass wir den Jumper nicht verlieren. Genau, falls wir es mal zurückstellen wollen. Genau. In dem Set beim Osmolator habt ihr immer eigentlich alles drin, was ihr braucht, um das Ding in Betrieb zu nehmen, außer das Reservoir selbst. Ach cool, da ist sogar mit Logo drauf. So. Und der Kanister ist ein bisschen entstellt worden, dass die Pumpe da reinpasst. Und so sieht's aus. Da füllen wir jetzt dann einfach das Osmosewasser rein. Und von da aus hält der Osmolator dann oben den Füllstand vom Wasser und kompensiert die Verdunstung. Ich meine, wir haben jetzt Sommer, der steht hier vorne, das Becken. Das wird ein bisschen verdunsten hier. Diese Pumpe macht ein super gutes Geräusch, wenn sie trocken läuft. Und das ist eine sehr robuste Pumpe. Also diese Pumpe verkaufen wir auch sehr oft für Wohnwegen, nur zur Info. Ja. Weil es halt 12 Volt ist und viele Wohnwegen haben einen Wassertank mit einer 12 Volt Pumpe. Und diese Pumpe hat eine gigantische Förderhöhe und deswegen ist sie bei Campern auch sehr beliebt. Kleiner Fun Fact an dieser Stelle, mein Großvater hat diese Pumpe vor Jahrzehnten ausgewählt, weil sie ursprünglich für die Camper gebaut wurde. Ah, okay. Mein Großvater hat sie nur zweckentfremdet für die Osmolatoren. Genau. Ah, okay. Und ich tatsächlich wollte jetzt bei dem Osmolator 3 dafür sorgen, dass wir nicht mehr, ich sag mal ehrlich, die Campingpumpe hier reinnehmen, sondern wenn es schon so ein Herzstück unseres Unternehmens ist, dann die Pumpe auch selber bauen. Mhm. Genau. Aber die Pumpe hat wirklich viel Durchsatz, ordentlich Förderhöhe und ist auch Lebensmittel zugelassen. Und dann ist sie natürlich für den Campingbereich praktisch. Gell? Wir packen uns jetzt hier gleich noch den kleinen Kernmagnet hin. Ist schnell und kurz gemacht, da ist alles montiert drin. Oh mein Gott, habe ich eine fette Anleitung hier. Yes. Super. Da habt ihr eine Ersatzklinge dabei, die falten wir weg. Da habt ihr noch verschiedenfarbene Endkappen, wenn ihr denn weiß, schwarz oder grün haben wollt, statt dem Blau, das standardmäßig montiert ist. Und dann nehmen wir das jetzt runter. Und im Prinzip wäre es das schon. Erledigt. Ups, falsch rum, genau. Falls ihr den kleinen Kernmagnet Nano habt und auch hier so auf die lange Klinge mit Metallklinge upgraden wollt, dann gibt es hier genau dieses Set im Fachhandel oder einfach bei uns in unserem Online-Shop. Ich verlinke es euch unten in die Videobeschreibung. Und jetzt machen wir hier den ganz krassen Move und schneiden einmal. Wir nehmen einfach einen Cutter. Genau, nehmen uns hier den Rucksack hier runter, ziehen den hier aus. Ja, das, ich weiß noch, wie lange wir da rumgetüftelt haben. Und jetzt schneiden wir den einfach ungefähr hier durch. Okay. Okay, und dann passt nämlich zufällig der da so rein. Und dann kriegt er da seinen Rucksack. Im Prinzip nimmt man einfach eine Hälfte von dem Carebooster. Genau, den gibt es auch einfach als Ersatzteil zu kaufen, als Zubehörteil. Den haben wir damals rausgebracht als Nachrüstung für all die vielen Kernmagnets, die schon auf dem Markt waren. Genau, und dann den hier wieder reindrücken. Jetzt schwimmt der auch. So. Cool. Sieht halt ein bisschen abgeschnitten aus, nicht? So, aber. Das kann man ja auch noch mit einem richtig scharfen Messer rund machen. Dann ist es ja auch. Ja, genau. Oder man ist ein geiler Hersteller und liefert es gleich mit, gell? Habe ich jetzt schon verstanden. Ich werde jetzt in den Inline-Filter noch das Ion Carbon einfüllen. Watte ist immer schön. Ich würde die Watte halt immer ganz oben drauf setzen und nicht unter den Schwamm, sodass die feinste Filterstufe im Endeffekt oben ist. Aber das macht jeder so, wie er es gerne hat im Endeffekt. Und dann nehmen wir einfach das Beutelchen, werfen das da unten rein. Und ich mache das jetzt so, wie ich es immer mache, das Feine nach oben. Weil das Vlies wechseln wir ja häufiger wie die Watte. Dann nehmen wir jetzt auch nur die Hälfte, weil wir sind jetzt ja relativ voll durch den Sack. Dann haben wir noch einmal Ersatz. Und das tun wir gerade hier rein und dann können wir das beim nächsten Mal benutzen. So, also wir haben jetzt soweit die Technik fertig installiert, der Felix und ich. Und wir werden jetzt einfach vom Zeittechnischen her einfach hergehen und werden schon mal das Becken mit Wasser füllen, mit Sand fertig machen. Wir werden auch unten die Korallen schon mal hochholen. Das ist ein Korallenast, wo die Anemonen drauf sitzen. Wir werden das Ganze mit eingefahrenem Wasser füllen. Und sobald wir das haben, werden wir mal gucken, was wir mit der Lampe rauskitzeln können und was die Technik in dem Moment macht, wenn wir anschalten. Ob sie gleich reagiert oder ob sie erst noch einlaufen will. Und wir haben jetzt das Becken mit Bodengrund versehen, haben eingelaufenes Salzwasser unten in unserer Anemonenanlage geholt, haben das hier oben eingefüllt und jetzt gehen wir runter in den Keller, holen da den Felix ab mit unserem Anemonenstein und dann setzen wir den mal hier oben ein und gucken uns mal an, wie die Anemonen unter der Kessillampe wirken. Jetzt wollten wir dich gerade abholen im Keller. Ach, cool. So, Achtung. Ich liebe die Routine, die so Leute haben. Ja, das ist so schön. Guck mal, hier unten, das ist Leben, hä? Oh ja. Das Tier kriegt ja selbstständig fressen gleich. Nur der 14 herum, die sind das so essen. Und diese Typen, die sind so extra fair. Super. Danke dir. Und jetzt gehen wir uns mal die Anemonen oben an. Wie gesagt, das hat sie auch.
Felix, würdest du mal kurz die gelbe Schale halten, dass ich den Stein besser in die Hand nehmen kann? Jetzt sehen wir, dass wir die Technik etwas anheben müssen noch. Sonst geht die nicht richtig, weil wir jetzt auch Wasser haben, was aufgewühlt wurde. Und vor allem an dem Stein haben sich jetzt auch wieder Sachen gelöst. Und dann müssten wir eigentlich gleich eine Reaktion des Abschäumers sehen. Was wollen wir denn zuerst anmachen, Felix? Ich bin jetzt leidenschaftslos, ich würde alles einstecken. Du würdest alles einstecken? Alles, ja. Oh ja, hier geht's direkt los. Also hier sehen wir ja schon, dass die Oberflächenbewegung wunderschön ist. Aber was uns fehlt, ist das Licht, ne? Ja. Ich habe schon das Netz da reinge... Also ich müsste alles hingelegt haben. Genau. Ah, okay. Sehr gut. So, und standardmäßig sind die mal aus. Okay. Oh, jetzt darfst du... ich darf mal anmachen. Genau, es werde Licht spielen. Krass. Das ist dann der überwiegende Weißanteil, ne? Dankeschön, war ein super Tipp. Danke. Gerne. Ich hoffe, man hat die glücklichen Kunden im Hintergrund gehört. Also wenn man da mit dem Blauton spielt, ist das wirklich krass. Da hat man sogar so silberne Flecken auf den Sunprost-Anemonen. Ich mache die Verpackung immer so lieblos auf. Ich mache die Verpackung immer so lieblos auf. Es geht ja auch um das Produkt, nicht um die Verpackung. Ne? Schaut mal, jetzt, wenn man das direkt sieht, ich den jetzt mal runternehme. Oh ja. Und das haben wir auch das, was wir eigentlich wollten, dass wir die Ecken so schattig haben. Das sieht geil aus, ja, wirklich. Was ich immer mache, wenn ich ein Aquarium in Betrieb nehme, ich teste immer, ob die Nachfüllautomatik auch geht. Ja, klar. Eine erfolgreiche Montage. Ja. Okay. Jo, super. Jetzt haben wir wie lange gewartet? Haben wir eine halbe Stunde gewartet? Mindestens mal 20 Minuten, eine halbe Stunde. Es ist nach meinem Gefühl ein bisschen klarer, aber noch nicht perfekt. Der liebe Bastian macht morgen nochmal, wenn es sich ein bisschen gelegt hat, ein paar schöne Aufnahmen für uns. Und die hauen wir jetzt noch hier in das Video rein. Wir haben jetzt hier ein einfaches Aquarium aufgebaut für euch mit einem einfachen, aber guten Filter, der auch Strömung erzeugt. Einer einfachen, verlässlichen, aber guten Strömungspumpe, die man jetzt nicht sieht, die sich da hinten im Nebel versteckt. Unserem berühmten 9004 Innenabschäumer, unserem Osmolator und beim Licht darf man nicht sparen, einer Kessil 360XE. Die ganzen Produkte kann man sich hier einfach im Laden beim Bastian besorgen oder man schaut bei uns im Webshop mal vorbei, da gibt es auch alles zu kaufen. Dieses ganze Aquarium wird sich jetzt hier bestimmt ein bisschen hübsch machen. Das ist jetzt mega Spaß gemacht mit dir, Bastian. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Schaut mal hier beim Bastian im Laden vorbei, das war ein tolles Erlebnis heute für mich. Und damit endet jetzt diese Videoserie hier beim Bastian. Ich sage tausend Dank, mein Lieber. War danke mega dir. Geil mit dir. Vielen lieben Dank, dass du uns besucht hast und uns Zeit gewidmet hast. Also hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn man sich mal wieder sieht, definitiv. Ja, machen wir. Es gibt irgendein geiles Ereignis, irgendein geiler Moment und dann klingeln wir zwei uns an. Ja, klar. Ihr Lieben, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich riesig aufs nächste Video.